Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotella und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein Mount, was wir von einem Rare bekommen können, den wir aber erst beschwören müssen und dementsprechend gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Wo sind wir? Wir befinden uns einmal in Maldraxxus und zwar hier unten auf den Koordinaten 58, 75. Dort haben wir einen Pottich, das Reservoir der gemischten Monstrositäten. Und dort können wir verschiedene Mobs beschwören, insgesamt 7 an der Zahl, indem wir bestimmte Glibber in den Pottich schmeißen und damit Mobs beschwören. Wenn ihr euch fragt, was das für ein Addon ist, das ist nicht Tomcat Tours, sondern das ist Handy Notes Shadowlands. Ich hatte es in den letzten Videos falsch gesagt, beide Addons machen was ähnliches, aber diese Anzeige bringt uns einmal Handy Notes Shadowlands. Wie machen wir das jetzt genau? Bevor wir hier diesen Pottich freischalten, den wir gleich benutzen werden, müssen wir als allererstes hier ein paar Pre-Quests machen. Also hier in dem Bereich gibt es ein paar Side-Quests. Da müsst ihr dann Glibber holen, hier in den kleinen Kessel reinhauen, dann in den großen und dann schaltet ihr später den großen Kessel frei. Und auch eine Daily-Quest, wo ihr dann hier auch Zeug reinschmeißen müsst. Wie funktioniert es prinzipiell? Sobald ihr das alles freigeschalten habt, müsst ihr hier unten Blubs töten. Es gibt hier diese roten Blubs, es gibt dann so gelb-grünliche, die hier, und dann gibt es hier diese bläulichen. Und das sind auch quasi die drei Währungen. Ihr habt gerade gesehen, ich konnte den kleinen Blob hier anklicken, aufsammeln, hier reinbringen. Bevor ihr das anklicken könnt, müsst ihr die halt töten, die jeweiligen. Ne? Und dann können alle Leute das anklicken und das Zeug hier reinbringen, indem ihr hier hinlauft. Und ihr schmeißt das Zeug rein. Hier arbeiten alle Leute miteinander bzw. gegeneinander. Also die 30, diesen Balken, um 30 voll zu füllen, der ist dementsprechend für alle gleich. Heißt, wenn irgendwelche anderen Leute irgendeinen Klump hier reinschmeißen und immer den falschen Mob beschwören, ist das halt ätzend. Deswegen am besten vielleicht dafür eine Gruppe suchen. So, jetzt nochmal zwei, drei kleine Randinformationen. Wenn ihr diese Anzeige nicht habt, dann schaltet euer Plates-Add-on aus für die Nameplates. Ich habe zum Beispiel Netplates drauf gehabt, das ist ein gutes Add-on, aber das verbuggt das Ganze hier und dann wird dementsprechend die Anzeige nicht angezeigt. Deswegen, wenn ihr Netplates drauf habt, schaltet das aus. Wahrscheinlich andere Nameplate-Add-ons haben selbige Problematik, deswegen ausschalten, sonst seht ihr hier die Anzeige nicht und dann wisst ihr nicht, was ihr reinschmeißen müsst. Ihr könnt euch zwar in der Farbe orientieren, ihr seht gerade, ist mehr rot drin, deswegen ist das hier rötlich, wenn mehr blau drin ist, dann ist es bläulich und sonst ist es halt grün-gelblich, wenn von dem mehr drin ist. Ne? Und wenn es eine Mischung aus beiden ist, also die Anzahl gleich ist, dann wird es zum Beispiel lila und den lilanen Mob brauchen wir auch. Heißt, wenn wir das Mount haben wollen, dann müssen wir einen bestimmten Mob beschwören und dieser Mob schimpft sich Violetter Fehler. Und dieser Violette Fehler braucht folgende Bedingungen. Ihr braucht gleich viel Blau und gleich viel Rot und diese beiden müssen insgesamt mehr sein als Gelb. Heißt, ihr könnt zum Beispiel, um den violetten Fehler beschwören zu können, könnt ihr 15 Rote drin haben, 15 Blaue. Dann wird der beschworen. Ihr könnt aber auch 14 blaue, 14 rote drin haben und 2 gelbe, wird da auch beschworen und so weiter. Ne? Es darf halt nicht mehr gelb als rot oder blau drin sein und rot und blau müssen gleich viel sein. Hier haben sie es schon halb verkackt, weil sie jetzt 15 rote drin haben, 7 blaue und jetzt kommen hier nochmal 2 mit rote und das habe ich ständig gehabt, als ich hier das Mount gefarmt habe, dass die Leute es halt falsch machen. Deswegen muss man es wenn dann spät abends machen oder mit einer Gruppe, weil die Leute kippen hier irgendwas rein. Hier gibt es halt auch eine Daily und viele wissen gar nicht, dass es hier Mount-Mobs gibt. Genau. Also, wenn ihr es dann geschafft habt, dass ihr die gleiche Anzahl von Blau und Rot habt und weniger Gelb, dann kommt der violette Fehler, den boxt ihr um und der kann Mount droppen. Und ja, der Täler hatte Glück, er hat das Mount rausgezogen nach dem, glaube ich, 4. oder 5. Kill. Und das ist relativ selten. WoW Head sagt gerade, dass es um die 3% ist, das Mount. Diese Werte können sich aber noch verändern. Im Moment hat WoW Head noch nicht viele Daten, ist relativ am Anfang vom Addon, wo ich das Video mache, deswegen mit Vorsicht zu betrachten. Aber es ist relativ gering. Ich habe es vor einer 40-Mann-Gruppe gekillt, ich war der Einzige, der das Mount gekriegt hat. Also wahrscheinlich irgendwas zwischen 1 und 5% wird es sein. Auf WoW Head, wie gesagt, sagt der im Moment 3%. Es gibt auch Spekulationen, dass man den, also man kann den Mobs am Tag so oft beschwören, wie man lustig ist. Ja? Es gibt Leute, die behaupten, man kann ihn dann auch nach dem x-ten Mal am Tag killen. Ich kann nur aus meiner Beobachtung sagen, wenn man den das erste Mal am Tag beschwört und killt, ist am Anfang rare und sobald er umgehauen ist, ist er nicht mehr rare. Und das zweite Mal, wenn er beschwört, ist er auch nicht mehr rare. Normalerweise ist es so, wenn Mobs Rare-Mobs sind und danach, wenn man sie einmal gekillt hat, nicht mehr Rare-Mobs, kriegt man auch diesen besonderen Loot nicht, im Normalfall. Es kann trotzdem sein, dass man looten kann, ich würde es euch nicht empfehlen. Mich haben auch x Leute gefragt, nachdem ich das Mount bekommen habe, wie viel der Kill das heute war, weil sie es halt auch rausfinden wollten. Es kann natürlich auch ein Bug sein, dass Leute das bekommen haben, obwohl sie ihn schon x-mal gekillt hatten am Tag. Das weiß ich nicht. Ja? Ich würde behaupten, dass man nur einmal am Tag mit einem
allem Chart farmen kann. Und als kleine Information, ich war mit meinem Lotwink hier auch dran und dort war es so, dass diese ganzen High-Level-Mobs, die Rares, dass die bei meinem Lotwink, die kann ich zwar angreifen, aber sie waren nicht als Rares gemarkt. Anscheinend muss man Level 60 sein, dass der Mob als Rare gemarkt ist und ich vermute, dass man auch nur dann das Mount looten kann und das gilt wahrscheinlich dann auch für alle anderen Rare-Mobs, die als die Level 60, 62, 63 irgendwie sowas sind, dass man die mit einem Loacher nicht looten kann, zumindest wenn sie nicht als Rare ausgewiesen. Genau. Soweit zu dem Mount. Zusätzlich gibt es hier auch noch andere Geschichten, die man sich holen kann. Und zwar kann man hier insgesamt 7 Mobs beschwören. Es gibt auch noch ein Pet und ein Toy und einen Haufen Gear-Sachen, aber um die soll es jetzt hier nicht gehen. Holt euch am besten das Add-on, dann wird das angezeigt. Heißt Handy Notes Shadowlands nochmal zur Erwähnung. Und ja, ich würde sagen, jetzt bleibt uns nur noch eins übrig, das Mount zu lernen. Ich sollte vielleicht nochmal sagen, wie es heißt. Schleimbedeckte Zügel des bulligen Todesorks heißt es. Und Rock, ach nee, Todesrocks, nicht Orks. Ups, ich habe mich schon gewundert, was das für ein Ork sein soll. Nein, Rocks heißt es natürlich. Und hier müssen wir es einmal lernen. Und jetzt schauen wir mal. Rocks, naja, bulliger Todesrocks. Und das ist ein, ich hätte jetzt fast gesagt, komplett neues Model, aber das Grundmodel gibt es schon mal. Aber zumindest nicht in der untoten Version. Sieht recht cool aus, muss ich sagen. Haben bestimmt auch im Moment noch nicht viele. Und ja, da hatte ich einmal Lack. Aber die Animation sieht ein bisschen hölzern aus, oder? Wenn er so hochspringt. Hier gut. Ja, nee, es ist ein nettes Mount. Nettes Mount, definitiv. Gut, okay. Das war es eigentlich so mit dem Videoguide. Hier hinten seht ihr, da haben sie schon den roten beschworen. Und sobald der beschworen ist, kann man direkt auch schon wieder neu nachschmeißen. Wenn ihr hier eine 40-Mann-Raid-Gruppe habt, könnt ihr theoretisch Mobs am laufenden Band beschwören. Ob das was bringt, sei jetzt mal dahingestellt. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze ein bisschen weitergeholfen. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Sollte euch das Video geholfen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.